Schreibe 6 mal 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 6 als Potenz. Was machen wir da? Als erstes schauen wir mal, wie oft diese 6 in dieser Aufgabe vorkommt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Die 6 kommt 8-mal in dieser Aufgabe vor. Das heißt, unsere Grundzahl hier ist natürlich 6, weil die mit sich selbst ja hier berechnet wird, und zwar multipliziert. Und unsere Hochzahl hier ist 8. 6 hoch 8 ist die Antwort zu dieser Aufgabe. Und ich möchte nur noch einmal ganz deutlich klar machen, dass das ungleich 8 mal 6 ist. Bei 8 mal 6, was bedeutet 8 mal 6? 8 mal 6 bedeutet, dass du die 6 8-mal mit sich selbst addierst. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-mal die 6 mit sich selbst addieren ist das gleiche wie 8-mal 6. Aber 8-mal die 6 mit sich selbst multiplizieren ist eine ganz andere Zahl. Wir können ja mal spaßeshalber ausrechnen, was hier rauskäme. 6 hoch 8, das habe ich hier schon mal in meinen Taschenrechner eingegeben. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal die 6 mit sich selbst multipliziert. Da kommt raus 1.679.616. Das ist eine riesige Zahl, riesige Zahl, riesige Zahl. Ja? Und was kommt hier bei 8 mal 6 raus? Das ist, sage ich mal, nur 48. Nicht so riesig. Nicht so riesig. Okay? Also, bitte dran denken, 6 hoch 8 bedeutet, die 6 8-mal mit sich selbst zu multiplizieren. 8 mal 6 bedeutet, die 6 8-mal mit sich selbst zu addieren. Okay?